Text Entschuldigung geht es um Schuld und um die Frage nach dem Moment, wann Schuld entsteht und ob es möglich ist, diesen Moment rückwirkend zu finden, zu verändern oder sogar aufzulösen. Die Grundidee zu dem Text liegt in der Begegnung mit zwei Frauen, deren Lebensgeschichten und deren Entscheidungen mich nachwirkend sehr beschäftigt haben und beeindruckt haben in ihrer Radikalität mit all ihren Konsequenzen. Die beiden Protagonistinnen, die beiden Leben, sind tatsächlich zusammengesetzt aus vielen Leben und vielen Protagonisten, wenn man so will, vielen Lebensgeschichten, Tagebucheinträgen, Songtexten, Lyrik, ergoogeltem Interviewmaterial, Zeitungsschnipseln, was einem so begegnet, wenn man durch die Stadt läuft, wenn man durch Berlin läuft. Oder auch durch andere Städte. Und ja, daraus ist das Ganze collagenartig zusammengesetzt. Ich habe es beim Schreiben dieses Textes persönlich als schwierig empfunden, zu schauen, wie nah kann ich an die Figuren herantreten, in welchen Momenten des Textes auch und wo ist der nötige Abstand geboten zu den Geschichten, zu den Figuren. Und auch einfach zu schauen, wie kann ich das Gleichgewicht halten zwischen Realem und Fiktionalem? Also wo braucht es was sozusagen, dass der Text funktionieren kann? Und wo zerhaut es mir das Konstrukt, wenn ich zu sehr ins Fiktionale gehe oder wenn ich zu sehr im Realen bleibe? So, das war die Hauptschwierigkeit. Wenn ich weiß, dass ich fürs Theater schreibe, dass mir das doch eine gewisse Freiheit gibt in der Art, wie ich schreibe und dass ich nicht denke, oh, mache ich gerade was falsch oder, also ich kann da viel ausprobieren und schauen, was kann mit was zusammenpassen, ohne das 10-mal zu hinterfragen. Natürlich hinterfrage ich es trotzdem, aber nicht, also es gibt mir eine Freiheit, fürs Theater zu schreiben. Jeden Menschen interessieren bestimmte Themen und manche Dinge bringen was zum Klingen in dir und andere nicht. Und in dem Fall hat das Thema sehr viel zum Klingen gebracht in mir oder sehr viel angesprochen in mir und deswegen konnte ich den Text schreiben. Also Lieblingszeile, es ist die Zeile Hi, it's me von Hannah, weil ich finde, dass es in dem Text geht es mir um dieses ganz basal runtergebrochen Hallo, ich bin da, ich bin in der Welt, was kann ich tun und was darf ich hoffen?